Willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Mit dabei ist der Ingjald. Moin, moin. Und heute haben wir uns mal eine kleine Herausforderung gestellt. Und zwar werden wir nur mit der Pistole heute mal spielen. Und mal gucken, was das wird. Wobei unsere Teammates sehen gar nicht so schlecht aus, ne? Ich weiß nicht, ob du dir die angeschaut hast. Nee, tue ich gar nicht. Na, haben alle einen Goldrang. Aber das hat ja nichts zu heißen. Aber vielleicht ziehen die uns mit durch oder wir gehen voll ab mit unserer Pistole. Die Geisel. Oben irgendwo. Ja. Hier links und dann nochmal links, glaube ich. So, Pistole, auf geht's. Kamera kriege ich schon mal eine Pistole. Ah, okay. Ach, du bist nochmal losgefahren. Yep. Aufpassen, mit der Pistole hat man ja nicht so viel Munition. Und Schalldämpfer drauf, dann wird das Ganze nochmal doof. Kein Fenster hier, schade. Hier ist ein Fenster, wo ich bin. So, warte. Schießen die auf dich? Ja. Ja. Von wo weißt du nicht, ne? Na, von drin. Ja, von links, rechts, links, rechts. Geradeaus war das, glaube ich, ziemlich. Au, ja, hab ihn. Wo? Boah, ich hab dir gerade fast einen Headshot gegeben. Au! Ah, durch die Wand, so ein Cheat. Das war auf jeden Fall eine ordentliche Range. Weil ich hing ja draußen am Geländer. Ja gut, also ich hab ordentlich Schüsse abgegeben, aber kein Kill mit der Pistole. Nur noch ein Gegner übrig. Oh. Siehst du, der wollte auch mit Pistole spielen. Verstehe gar nicht warum. Naja, gut. So, welcher hat denn das größere Magazin? Kapazität? Nehmen wir das hier. Nitro-Handy ist okay. Ja, und Standardwaffe brauche ich nicht. Vielleicht im allerhöchsten Notfall, dass man, wenn man gerade leer ist, wechselt oder so. Ah, du machst das geschickt. Du nimmst dir die Operatoren, die gleich eine Pistole in der Hand haben. Reiner Zufall. Achso, ja, ich kann ja mal kurz erwähnen, warum jetzt auf YouTube nichts kam. Das lag daran, dass ich viel gestreamt habe in letzter Zeit und dafür dann YouTube ein bisschen außer Acht gelassen habe. Muss beschützt werden. So. Den Raum sicher. Ich wechsle gleich mal auf die andere Waffe, sonst vergesse ich das. Bitte. Oh, es gab keinen langsam. Wenn du vorher IQ gespielt hast, dann schläfst du ja ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Außenwand ist oder nicht. Keine Ahnung, einfach was verstärken. Wurde entdeckt. Ja, scheint aus dem Wand. Nein. Es bleiben 10 Sekunden. Doch, egal jetzt. Mit der Pistole treffe ich gar keine Drohne. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Das kann ja was werden. Geil, die fahren immer noch mit der Drohne rum. Einfach weil sie es können. So. Dann wollen wir mal. Oh, hier hätte ich verstärken sollen, verdammt. Jetzt können sie kommen, weil es uns gehört.
Hier ist halt auch ganz nett, jetzt nicht unbedingt bei Geisel, aber generell da oben eine Granate durchzuschmeißen. Auf jeden Fall ist Fuse schon mal ordentlich aktiv. Wo bist du überhaupt? Da. Hast du schon Kontakt? Nee, ne? Nee. Ich bin tot. Man kann doch vom Dach oben einen erschießen. Tatsache. Hä? Wie hat er das denn hinbekommen? Oh, weiß ich nicht. Gut zu wissen. Ja, der hat oben irgendwo durchs Dach geguckt und hat mir einen Headshot verpasst. Tür gesichert. Der markierte war Blitz. Bug, wie gesagt, oben auf dem Dach. Fühlt sich sicher mit einer Pistole? Ja, verdammt. Von oben wieder, von dem... Ach, von diesem Dach. Diese große Lobby da führt. Aber das mit der Kuppel eben, das fand ich sehr interessant. Da würde ich gerne jetzt gleich mal hochgehen und gucken, wo Buck denn da nun durchgeschossen hat. Hast du gerade auch dem anderen zugeguckt? Also nicht Frost, dem anderen? Nee, ich bin bei Frost. Ach so. Und da holt Buck sich den nächsten 6 Kills schon. Der scheint auf jeden Fall ganz gut zu sein. Aber was komme, was wolle, ich muss oben aufs Dach. Nehmen wir doch mal den hier. Gibt gerade übrigens eine Aktion, dass man irgendwie einen Russland-Anhänger bekommen kann, wenn man 10-mal Spetsnaz spielt. Also die Russen. Und die Runde sieht aus, als wenn wir die mal verlieren würden, wa? Aktuell ja. Ist halt eine kleine Challenge, ne? Besser als die Challenge, dass wir uns nur im Liegen fortbewegen. Ja, dann kommen wir vor Rundenende gar nicht zuerst zum Gebäude. Das ist auf dieser Map nicht. Nee. Ihr müsst die Geisel finden. Irgendwo unten. Gut finde ich es auch, dass er immer sagt, ihr müsst die Geisel finden. Ich fände es viel besser, wenn er sagen würde, ihr müsst einen Eingang in das Haus finden. Ach, hier ist ja direkt eine Treppe. Das ist ja Server oder was? Jawohl. Ach, von hinten. Und zwei fahren gar nicht erst. Noch 10 Sekunden. Gut, dann bringt mir die Dachposition hier auch nichts. 5 Sekunden. Schade. Das ist auch richtig. Ach, ich, ja. Glass macht natürlich ziemlich viel Sinn.
Mit der Pistole nur. Du hast ja wenigstens noch deinen Hammer. Na, die andere Sekundärwaffe wäre auch so eine kleine SMG gewesen. Aber ich habe mich jetzt doch für die Pistole entschieden. Hat schon einer auf mich gelauert. Das ist ärgerlich. Okay, bei mir, ich bin völlig raus. Ich habe nur 91 Punkte. Ich glaube, das ist meine schlimmste Runde, die ich jemals gespielt habe. Sehr gut. Ah, du lebst noch? Dann können wir dir ja zugucken. Ah, shit. War schon hinter dir oder was? Ja, vom Fenster da. Ach so. Schade. Ja, gut, dann haben wir jetzt mal die schlimmste Runde aller Zeiten aufgenommen. Und in der nächsten Runde würde ich sagen, gehen wir wieder ein bisschen Vollgas. Das war auch ein schöner Kill. Denn das können wir ja so ja nicht auf uns sitzen lassen. Aber war auch mal ganz interessant auf jeden Fall, würde ich sagen. Dann sehen wir uns. Oder auch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.